Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, ja, mit einem neuen Odinor Shoppen. Wir waren nämlich heute, beziehungsweise in den letzten Tagen, einkaufen bei Teddy. Nicht wundern, das Video kommt nämlich jetzt schon auf, heute ist der wievielte? 14. 14. Der geplante Geburtstermin von unserer Tochter. Wir waren auch gerade im Krankenhaus, CTG machen alle drum und dran, ist alle im grünen Bereich. Aber sie hat noch keine Anstalten irgendwie zu kommen. Und plane ich jetzt das Video, das wird dann erst online kommen, wenn die Omas das kriegen, was jetzt hier zu sehen ist. Ich habe nämlich Bilderrahmen gekauft bei Teddy, habe ich leider zu spät gesehen. Wir waren erst in Luckenwalde beim Teddy, da habe ich diesen gekauft mit Wolke, Schwan, Rosa. So, und dann habe ich im anderen Teddy in Trebin die geholt und die sind halt ein bisschen heller. Nicht ganz rosa. Und davon haben wir jetzt insgesamt 5 Stück. Einen für meine Mutter. Einen für meine Oma. Einen für Schatzis Mutti, also für Schwiegermutter. Einen für Schatzis Bruder. Für den Andi. Und einmal den ersten, den ich gekauft habe, für mich. Das kommt neben dem Babybauch. Und da wollen wir halt hier oben ein Foto von unserer Tochter, wenn sie da ist. Also wo sie nur sie drauf ist. Obwohl, jetzt kann ich ihren Namen sagen, weil ich schalte ja sowieso erst online, wenn sie da ist. Juna. Kommt ein Foto von Juna rein. Frisch nach der Geburt. Und unten kommt eins von Schatzi und Juna oder von mir Schatzi und Juna. Das weiß ich noch nicht genau. Und da kommen in alle 5 Bilderrahmen exakt die gleichen Bilder. Die werde ich dann mit Handy fotografieren. Und da kommen dann in alle exakt die gleichen Bilder, in der exakt den gleichen Anordnung. Und die kriegen die Omas, Bruder, meine Mutter und so geschenkt. Also Uroma ist ja auch eine mit bei. Kriegen die dann geschenkt, wenn die Kleine da ist. Dann habe ich gekauft, auch bei Teddy, für das Kinderzimmer, für die Kleine. Da kommt dann auch ein Bild von ihr rein. Da steht dann Prinzessin und da seht ihr die Krone und so. Und hier ist halt so ein Schloss. Und ich fand das süß. Frau findet das total kitschig. Ich finde das süß und ich muss das einfach haben. So, dann hatte ich den schon im letzten Video gezeigt von Teddy. Ja, ich kann ja nochmal zeigen. Bei Teddy auch hier so ein Totenkopfglas. Ja. Da ist auch so eine Schnapspulle mit bei. Und dann habe ich noch geholt, die waren im Angebot bei Amazon, habe ich das geholt, weil jetzt Weihnachten ist. Die nennen sich Kabelfresser. Ja, das sind dann so Weihnachtsmotive, so mit Männekicken, Weihnachtsbaum, Socken, Schneemann und so. So. Also nehmen wir mal den Weihnachtsmann, das sieht dann so aus. Ja. Gibt es auch mit anderen Motiven und hinten ist der dann so auf und da kann man dann, seht ihr das, so, kann man den Kabel reinmachen, da und hier ist es halt was breiter, seht ihr das, dann kommt hier praktisch der Kabel rein und hier der USB-Anschluss, dann kann man das so ins Handy rein machen, ja, dann hat man dann praktisch unten am Handy so oder was weiß ich, Akku oder je nachdem oder allgemein irgendwelche Kabel, USB-Kabel oder so, kann man die dann ranmachen und dann hat man da weihnachtliche Stimmung. Gibt es aber auch, wie gesagt, in anderen Motiven, aber ich wollte jetzt Weihnachten haben und vielleicht dann später nochmal andere kaufen. Habe ich bezahlt, 14 Euro oder so, 13 Euro, 12 Euro, 14 Euro oder so. Tja. Das war eigentlich. Mehr haben wir nicht gekauft. Dann habe ich getankt. Dann haben wir noch Süßigkeiten haben wir neu gekauft. Zeug zum Basteln haben wir gekauft. Das war eigentlich. Mehr haben wir nicht gekauft. Ja, das war das jetzt so grob. Achso, der doch. 2 Blöcke habe ich noch gekauft. Zum Schreiben. Einmal für meine Tochter und so. Einmal für mich. Ja, dann würde ich sagen, wartet. Wie gesagt, nicht wundern, dass das Video jetzt später kommt. Wir haben jetzt das am 14. Dezember gekauft. Wir warten jetzt halt noch, dass die Kleine dann irgendwann mal Anstalten macht. Vielleicht eventuell sagt auch. Jetzt könnte man sich mal auf den Weg machen.
weil bis jetzt ist da noch nichts, auch noch keine größeren Wehen. Die Hebamme im Krankenhaus hat auch gesagt, wenn die Senkwehen, heißt das, was du hast? Ja, Senkwehen, wenn die was mehr werden, also nicht nur ein, zwei Mal am Tag oder dreimal am Tag so innerhalb von ein paar Stunden verteilt, also Frühmittag, abends, sondern wirklich alle paar Minuten mal kommt, dann ist das so ein Anzeichen, dass es sich denn so langsam vorbereitet, dass es dann bald losgeht, aber davon sind wir noch sehr weit entfernt. Momentan jedenfalls. Also die hat euch gesagt, heute, das kann sich innerhalb von ein paar Stunden auch radikal ändern, dass es auf immer mehr wird und dass es heute noch kommt. Also am geplanten Termin oder morgen oder Sonntag haben wir halt den nächsten Termin. Sie glaubt es aber eher weniger, weil Mädchen lassen sich sowieso Zeit und beim ersten dauert sowieso immer was länger. Und jetzt müssen wir warten, dass da was passiert, dass da die Kleine sagt, jo, spazieren wir mal los. Also geplant ist eigentlich heute gewesen, aber wann es jetzt genau Phase ist, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, das Video kommt dann erst, wenn die Kleine da ist, beziehungsweise wenn ich dann schon zu Hause sein sollte, weil die erste Zeit bin ich ja mit im Krankenhaus. Also nicht wundern, dass das etwas später kommt, weil die Omas sollen das ja auch nicht sehen. Beziehungsweise wenn die Fotos gemacht sind und die Omas das gekriegt haben, dann wird dieses Video online geschaltet, weil die Omas gucken auch ab und zu meine Videos und wir wollen ja nichts verraten, wa Hase? Ja. Da gehen erstmal Grüße an die Omas raus und Grüße an Uwe. Ich wünsche euch was. So, ich bin dann mal weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.